درود دوستان، این یک ویدیو دیگر از سری ویدیوها برای آمادگی امتحان B2 است. Unser heutiges Thema für den ersten Teil der Prüfung ist das Thema Geld sparen. Was ihr vor euch seht, könnte eure Aufgabe sein. Beschreiben Sie verschiedene Möglichkeiten, Geld zu sparen. Nennen Sie Vor- und Nachteile und bewerten Sie diese. Beschreiben Sie eine Möglichkeit genauer. قبل از این که وارد موضوعتون بشین، حتما یه جمله مقدماتی بگین. بعداً میتونید هم در مورد تجربیاتتون در زندگی شخصیتون تعریف بکنید و وضعیت این موضوع را در کشورتون توضیح بدین. بعد از این که در مورد مزایا و معایب موضوع صحبت کردید و یکی از امکانات را دقیق‌تر توصیف کردید، یادتون نره یه خلاصه‌ای بگید. Ja, je jumle pajani. Starten wir mit dem Einleitungssatz. Ba jumle muradamati shurumikonim. Ich habe zwei Möglichkeiten für euch geschrieben. Dota im Kornbaratun nevestam. Ich möchte heute eine Präsentation zum Thema Geld sparen halten. Oder in meiner heutigen Präsentation möchte ich über das Thema Geld sparen sprechen. Eine Präsentation halten bedeutet je موضوع ارائه کردن. Oder ich sage in meiner heutigen Präsentation da ارائه امروزم. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann die Struktur eures Vortrages kurz zusammenfassen. اگر خواستین میتونین ساختار ارائهتون به طور خلاصه بگین. Zuerst werde ich einige Möglichkeiten, wie man im Alltag Geld sparen kann, beschreiben. Im zweiten Teil meiner Präsentation werde ich auf die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten eingehen. Abschließend möchte ich dann eine Möglichkeit genauer beschreiben. Jetzt könnt ihr etwas Allgemeines über das Thema sagen. Zum Beispiel: Viele Menschen haben den Wunsch, im Alltag Geld zu sparen. Entweder weil sie sich in der Zukunft etwas Größeres wie ein Auto oder eine Reise leisten wollen, weil die Lebenshaltungskosten in ihrem Land steigen oder vielleicht weil Sparen einfach ein gutes Gefühl von Sicherheit gibt. اینا چند تا ایده بودند که میتونید در اول ارائهتون بگین. اصطلاح sich etwas leisten wollen میتونیم به فارسی اینجوری ترجمه کنیم. من میخوام در آینده استطاعت خرید یه چیزی داشته باشم. مثلا ماشین یا خونه. کلمه die Lebenshaltungskosten هم برای این موضوع مفید به نظرم. Lebenshaltungskosten یعنی هزینه زندگی. Sevumin estelah ke abi ran kerdam ein Gefühl von Sicherheit hast. Bemanie esose amniat dostane. So, jetzt könnt ihr über die verschiedenen Möglichkeiten sprechen. Micham da in moret sohbat bekonim ke ma che emkanati baraye sakhire kerdane pul darim. Man kann zum Beispiel mit dem Sparen beginnen, indem man sich ein eigenes Sparkonto anlegt und regelmäßig darauf einzahlt. Ein eigenes Sparkonto anlegen bedeutet برای خود یه حساب بانکی باز کردن. Etwas darauf einzahlen kann man so übersetzen: پول توی این حساب واریز کردن. So kann man das Geld, das man auszugeben bereit ist, یعنی پولی که حاضریم خرجش کنیم، von dem Geld, das man sparen möchte, یعنی پولی که میخوایم ذخیره کنیم، besser trennen. So kann man das Geld, das man auszugeben bereit ist, von dem Geld, das man sparen möchte, besser trennen. Eine zweite Möglichkeit. Außerdem kann man versuchen, seinen Verbrauch an Lebensmitteln, Energie oder anderen Dingen zu reduzieren,
Denn manchmal konsumieren wir aus Gewohnheit mehr als nötig oder heizen die Wohnung, auch wenn wir nicht zu Hause sind. Injo ist der Lohe, den Verbrauch an etwas reduzieren, Mohemme. Den Verbrauch an etwas. Masrafe Chisi reduzieren, Kohestodan. Fehle konsumieren, der Asl Yemutaradif Baroy Fehle verbrauchen hast. Konsumieren Yani Masraf Kerdan. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, bestimmte Dinge gebraucht zu kaufen. Gebraucht kaufen bedeutet, dass du dovom ja este fadeshode charidan. Besonders bei Autos, elektronischen Geräten oder Möbeln kann man, wenn man sie gebraucht kauft, viel Geld sparen. Ein weiterer Weg, Geld zu sparen, ist die Suche nach besonders günstigen Angeboten oder Sonderangeboten im Internet oder auch in einem Geschäft. Günstige Angebote oder Sonderangebote, yani Pishnahadate Vije Arzun Ja Haraj. Außerdem lässt sich Geld sparen, indem man alte Sachen, die man nicht mehr benötigt, verkauft oder kaputte Dinge selbst repariert oder reparieren lässt. Berim Bebinim Estelahe, es lässt sich Geld sparen, Bichemani Miyot. Es lässt sich Geld sparen, Yani, Mische Pool Sachirekat. Kalamei indem, Yeki as Hurufe Rabtu Mohimme, Wabemanie as Intarirke Miyot. Im nächsten Teil eurer Präsentation sollt ihr Vor- und Nachteile beschreiben. Dovumin Grismate Eroetun Inbutke Maoyeb um Masoya im Musuro Begit. Das Anlegen oder Eröffnen eines Sparkontos hat den Vorteil, dass man sich sehr bewusst entscheidet, wie viel man wirklich pro Monat sparen möchte. Anlegen, ja, eröffnen, Mutterer de Fastand. Bemanie Boska deine Hesop. Sich bewusst entscheiden, wenn ihr Agahane Tasmim gereftan. Bei einer Inflation kann ein Sparkonto jedoch den Nachteil haben, dass das Geld ständig an Wert verliert. Inflation yani Tavarom, an Wert verlieren, Bemanie Arsesh Astas Dodan Miot. Den eigenen Verbrauch, Masraf, an Lebensmitteln oder Energie zu reduzieren, Kohesh Dodan, kann durchaus Sinn machen, besonders wenn man vorher nicht viel auf den Verbrauch geachtet hat. Vachtike Kablan, be Masrafemun Tavajuna Kerdim. Ich persönlich finde zwar, dass es gut für die Gesundheit sein kann, ein bisschen weniger Nahrung zu sich zu nehmen. Man sollte aber, um Geld zu sparen, nicht unbedingt billigere Lebensmittel kaufen, deren Qualität schlecht ist und die der Gesundheit schaden. Basi vachto vachtike damorde eroetun sohbat mikunim rui hurufe rabt takit mikunam in jamasalan talkibe zwar aber agache amma mibinit in mitune je talkibe rashangi be jumalate tulani bede. Auch Dinge gebraucht zu kaufen kann wirklich helfen, Geld zu sparen. Ich kaufe zum Beispiel gelegentlich meinen Laptop gebraucht und bezahle dann nur den halben Preis dafür. Problematisch wird es aber, wenn man die Qualität der gebrauchten Produkte nicht gut einschätzen kann und diese dann schneller kaputt gehen. In John Michan Betun je alternativ bedam wachtike Michan be Sarari Chisi eschore bokonit. Be Joye Sarari Chisi inas mitunit begit. Problematisch wird es aber, wenn
بریم سراغ نکته بعدی. Nach günstigen Angeboten bzw. Schnäppchen zu suchen ist in vielen Fällen von Vorteil. Schnäppchen اینجا یه مترادف برای یه پیشنهاد ویژه هست یا یه حراج. و اینجا هم یک آلترناتیو را میبینید برای اصطلاح der Vorteil von etwas ist. میتونید هم بگید etwas ist von Vorteil. Etwas ist von Vorteil. Oder auch etwas ist von Nachteil. Zum Nachteil kann es werden, wenn man billigere Produkte mit schlechterer Qualität kauft. Oder wenn man für die Suche nach Angeboten zu viel Zeit aufwenden muss. Zum Nachteil kann es werden, wenn, wie tun haben wir شروع خوبی برای جمله باشه که توش میخواید به ضرر یه چیزی اشاره بکنید. Zeit aufwenden für etwas اینجا به معنی وقت دادن به چیزی یا وقت صرف کردن برای چیزی میاد. Im letzten Teil könnt ihr jetzt über einen Aspekt genauer sprechen. در قسمت بعدی در مورد یه جنبه دقیق‌تر صحبت میکنید. میتونید این بخش رو اینجوری شروع بکنید. Ein Weg, den ich ein bisschen genauer beschreiben möchte, ist das Verkaufen und Reparieren von Dingen. Etwas selbst zu verkaufen kann zwar zeitaufwendig sein, weil man eine Annonce schreiben und die Dinge dann noch verpacken und verschicken muss, bringt aber am Ende Geld und zusätzlichen Platz in der Wohnung. Als Teilkiebe Geld bringen, میتونین هم استفاده بکنین به معنی پول آوردن میاد. Etwas bringt Geld, چیزی پول میاره. Was können wir noch sagen? Zum Beispiel das. Man kann heutzutage gebrauchte Dinge einerseits ganz leicht im Internet verkaufen, kann sie andererseits aber auch an Läden oder Geschäfte weiterverkaufen, die mit Gebrauchtwaren handeln. حرف رفت einerseits, andererseits را براتون آبی رنگ کردم. میتونه برای ترکیب کردن یه جمله خیلی خوب باشه. کلمه دی گبراخت وارن به معنی اجناس دست دوم میاد. Das Geld kann man dann auf sein Sparkonto einzahlen, واریز کردن und später für eine neue Investition, یه سرمایه گذاری, verwenden. Das Reparieren von kaputten Dingen ist auch ein effektiver und umweltfreundlicher Weg, Geld zu sparen. Effektiv und umweltfreundlich. Moasser war Sorsgorba Mohitesist. Im Internet finden wir heute ganz leicht Anleitungen für die Reparatur. Der Internet emruze besadegi راهنماهای تعمیر پیدا می کنیم. Im Gegensatz zu meinem Heimatland, zum Beispiel Iran oder Afghanistan, ist in Deutschland das Reparieren von elektronischen Geräten leider teurer als ein Neukauf. Im Gegensatz zu یعنی برخلاف. معنی این جمله اینه. برخلاف کشورم در آلمان تعمیر کردن وسایل الکترونیکی متاسفانه گرونتر از نو خریدنه. Das führt leider dazu, dass viel zu viel weggeworfen wird und die Umwelt dadurch belastet wird. معنیش اینه. به این منجر میشه که بیش از حد بیرون ریخته میشه و به محیط زیست فشار وارد میشه. همیشه خوبه اگر ارائه تونو با یه جمله پایانی یا یه خلاصه به پایان میرسونید. اینجا بیشتر یه جمله پایانی نوشتم براتون. Insgesamt finde ich, در کل نظرم اینه, dass es wirklich wichtig ist, über das Thema Sparen nachzudenken. Die meisten von uns haben Wünsche für die Zukunft, für die man Geld braucht. Man ist besonders motiviert zu sparen, wenn man genau weiß, für welches Ziel man spart.
Jetzt könnt ihr noch sagen, dass eure Präsentation zu Ende ist. Zum Beispiel, das ist das Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt können Sie gerne noch Fragen zu meinem Thema stellen. Danehayat tashakkur mikonit va be sualo porsesh davat mikonit.